Eine schwere Schlägerei am Rande eines Bundesligaspiels. Auch ein Messer ist im Spiel. War es Notwehr? Die Richterin muss entscheiden, was wirklich geschah. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Hoch und Herr Brecher, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Beteiligung an der Schlägerei und was Sie betrifft, Herrn Hoch zugleich noch wegen einer schweren Körperverletzung. Und deshalb sind wir heute beim Schöffengericht. Deshalb zwei Schöffen heute, die an meiner Seite sitzen und die miturteilen werden, weil eine schwere Körperverletzung ist ein Verbrechen. Staatsanwaltschaft Herr Thielen und als Verteidigerin für den angeklagten Hoch, Frau Tatschik. Und Verteidiger für Herrn Brecher, Herr Zambikakis. Zunächst zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Herr Hoch. Sie heißen mit Vornamen? Herr Hoch, Sie heißen mit Vornamen? Thomas, habe ich mir notiert. Wenn man nicht jeden Tag bei Gericht steht, vergisst man selbst mal seinen Vornamen. Und Sie sind, jetzt helfe ich Ihnen sogar noch weiter, am 12.02.76 in Köln geboren. Das ist richtig. Wohnen in der Weihenstraße 17 in Köln. 50937. Ja. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Sind verheiratet und vom Beruf Buchhalter. Herr Brecher, das gleiche möchte ich jetzt von Ihnen wissen. Sie heißen mit Vornamen? Gerd. Sie sind wann und wo geboren? Ich bin am 18.05.1974 in Bochum geboren. Wohnen weiterhin in Bochum in der? Mainzer Straße 89 in 44892 Bochum. Sind ledig und vom Beruf? Schlosser. Schlosser. Die Anklageschrift bitte. Dem Buchhalter Thomas Hoch und dem Schlosser Gerd Brecher wird Folgendes zur Last gelegt. Am 3. März 2000 besuchten die Angeklagten vor dem Zweitligaspiel Köln gegen Bochum die Gaststätte Abseits in der Kölner Jakobusgasse. Hier kam es zu einer wilden Schlägerei zwischen den rivalisierenden Fußballfans, als sich der Köln-Fan Hoch und der Bochum-Fan Brecher in Kampfesmanier gegenüberstanden, zog der angeklagte Brecher ein Messer und attackierte damit den Angeklagten Hoch. Dieser parierte den Angriff mit einem wuchtigen Tritt gegen das Handgelenk des Brecher. Der angeklagte Brecher erlitt hierbei einen komplizierten Trümmerbruch des Handgelenks und büßte die Beweglichkeit seiner rechten Hand ein. Der Thomas Hoch und der Gerd Brecher werden daher beide angeklagt, sich an einer Schlägerei beteiligt zu haben und hierbei eine schwere Körperverletzung eines anderen verursacht zu haben. Verbrechen und Vergehen strafbar gemäß Paragraphen 223, 226, 231, 252 StGB. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Heuchler-Brecher, ich muss Sie beide darauf hinweisen, dass es Ihnen nach dem Gesetz freisteht, Angaben zur Sache zu machen oder nicht. Ich nehme an, Sie haben das mit Ihren jeweiligen Verteidigern besprochen. Dem Nicken entnehme ich, beide wollen Aussagen. Herr Hoch, Sie sitzen vorne, Sie fangen an. Ja, es geht um den 3.3. dieses Jahres. Genau. Das Zweitligaspiel zwischen meinem Heimatverein 1. FC Köln gegen Bochum. Vor diesen Spielen treffe ich mich regelmäßig mit Freunden, um dort. Wir stellen uns dort auf das Spiel ein, trinken vielleicht ein, zwei Bierchen zusammen. Wo ist das? Das ist im Abseits. Das ist die Kneipe, wo wir. Das ist in der Nähe vom Müngersdorfer Stadion. Und da treffen wir uns regelmäßig, um uns aufs Spiel einzustellen, das Ganze nochmal durchzusprechen. Und was passiert dort regelmäßig auch? Es kommt selten zu Raufereien, wenn sich zum Beispiel Fans gegnerischer Mannschaften dorthin mal verirren. Aber das ist nie wirklich so, dass es so ausartete wie jetzt in diesem Fall, sondern das war grundsätzlich immer, das sind harmlose Raufereien, wie es halt mal, was auch zu einem Fußballspiel teilweise auch mal so ein bisschen dazugehört. Aber das ist harmlos. Ja, wie war es dann jetzt aber in diesem Fall? Ja, wie gesagt, ich war mit meinen Freunden schon längere Zeit an dem Tag im Abseits und dann haben sich haben halt auch gehört. Diese und dann? Leute hier aus Bochum in diese Kneipe verirrt. Und das zu Anfang war das ein ganz normales Gespräch über die Mannschaften, wie das Spiel wohl ausgeht. Und im Endeffekt kam es dann doch wieder zur Auseinandersetzung, zu einer Rauferei, will ich es mal nennen. Und im Laufe dieser Rauferei zog hier dieser Taubenzüchter aus Bochum. Habe ich überhört und das nächste Mal überhöre ich es nicht, ja? Ja. Ein Messer ging dann auf mich los und ich konnte zum Glück noch reflexartig ihm das Messer mit meinem rechten Bein aus der Hand treten.
Ja, ist doch ein Witz. Und ich habe aus Notwehr gehandelt. Herr Brecher, es geht genauso für Sie. Ist das auch häufiger so, dass man sich wirklich kräftig prügelt in dieser Kneipe? Gehört das zum guten Ton, sagen wir mal so? Gibt es da feste Regeln? Ja, es ist so, dass es durchaus mal zu einer Schlägerei kommt, die aber immer in dem Rahmen verläuft, dass niemals zum Beispiel Waffen gebraucht werden. Und ich habe da selber noch nie ein Messer gesehen, würde auch selber nie Waffen benutzen. Aber der Herr Brecher war dann der Meinung, er müsste ein Messer ziehen. Und daraufhin gab es keine andere Möglichkeit, als ihm das Messer aus der Hand zu treten? Das war mit schweren Folgen. Das ging innerhalb von... Der hat das Messer gezogen und was soll ich da noch innerhalb von einer Sekunde? Er ist auf mich losgestürmt. Er ist auch nicht schmächtig. Und da habe ich nicht mehr überlegt, was hat er jetzt wirklich vor? Und da habe ich mich dann aus Notwehr verteidigt, weil ich bin in dem Moment davon ausgegangen, dass er mir das Messer einfach irgendwo reinstechen möchte. Fragen? Keine Fragen. Herr Brecher? Ja, also es war so, dass wir an dem fraglichen Freitagabend in der Kneipe im Abseits waren, in Köln. Es kam aufgrund dessen, dass mein Lieblingsverein, der VfL Bochum, zu dem ich also regelmäßig fahre, ein Auswärtsspiel in Köln hatte. Und ich bin dann mal mit ein paar Freunden unterwegs. Wir sind eine ganz lustige Truppe. Also wir wissen Fußballspiele wirklich noch zu schätzen und sorgen dafür die nötige Stimmung. Ich verstehe schon, was Sie unter Stimmung möglicherweise verstehen. Aber jetzt kommen wir mal zur Sache selber. Ja. Wir sind jetzt schon alle in der Kneipe. Den Rest haben wir ja schon gehört. Was ging jetzt los? Wir waren in der Kneipe, wir waren jetzt selber nur zu zehnt. Und als wir in die Kneipe gingen, hatte es mir auch den Anschein, als wären da nicht so besonders viele Kölner. Es ging dann los mit einem Wortgefecht. Und ehe ich mich dann wirklich versehen habe, ging dann schon die erste Rauferei los. Und die Kölner wurden immer mehr. Ich meine, das kennt man von den Feiglingen, das ist so. Hör doch auf. Und bei mir war dann halt der Fall, ich hatte zwei Leute vor mir und dann kam er noch dazu. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Den ersten habe ich noch abgewehrt. Und dann habe ich wirklich nur zum Schutz für mich dieses Messer gezogen, um zu signalisieren, hey, für mich ist jetzt Feierabend. Ich will den Laden verlassen, weil meine anderen Leute auch schon draußen waren. Du hast mich angegriffen. Anstelle, ich meine, also so eine Art parlamentarische weiße Flagge. Nun eben keine das Flagge, ich per Zufall zum, dabei. Ich sondern das Messer, Messer ziehen. Nicht. Ich benutze dieses Messer auch sonst nicht. Ich habe normalerweise auch keins dabei. Das war an dem Abend wirklich Zufall. Und ich hatte wirklich Angst dann, weil von dem fairen Kampf scheint ihr ja nichts zu halten. Ach, hör doch. Ihr wart deutlich in der Überzahl. Durch Zufall ein Messer zum Auswärtsspiel. Hör doch auf. Ja, und ich musste mich ja irgendwie verteidigen. Und dann trat er mir halt mit voller Wucht gegen die Hand. Und dann habe ich halt gemerkt, dass die Hand gebrochen war. Danach kam mir die Polizei und ich dachte, die befreien mich jetzt von denen. Und dann haben die mich auch erstmal verhaftet. Und das habe ich dann auch nicht verstanden. Ja, dann wird einfach klar Tisch gemacht. Dann nimmt man einmal allen mit. Das kann man im Moment noch so gar nicht absehen, wer da eigentlich wo was gemacht hat. Er sagt, ich habe es ja gehört, Angriff mit dem Messer. Kein Angriff? Nein, das war kein Angriff. Ich habe das Messer hochgehalten, um zu sagen, für mich ist jetzt Schluss. Absolut unwahr. Weil ihr deutlich in der Überzahl wart. Zu den Folgen, das war ja eine schwere Verletzung dann hinterher. Ja. Da haben wir den Sachverständigen da, dann höre ich den nachher en bloc zu ihren Verletzungen. Aber Sie können die Hand jetzt nicht mehr bewegen, richtig? Ich bin berufsunfähig. Ich bin ja vom Beruf Schlosser, wie wir bereits gesagt haben. Und aufgrund dieser handwerklichen Tätigkeit ist es mir nicht mehr möglich, meinen Beruf auszuüben. Noch Fragen an Herrn Brecher im Moment? Doch, vielleicht. Ja. Wäre es nicht gegangen, dass Sie einfach stiften gehen? Das wäre vielleicht nicht so ein gutes Bild gewesen, aber wäre das nicht möglich gewesen? Wäre mit Sicherheit kein gutes Bild gewesen, nur wenn drei Leute um mich rumstehen, da war es schwer zu flüchten, dann hätte mich vielleicht einer von hinten gepackt, deswegen habe ich das Messer genommen. Daran siehst du doch, dass deine anderen Leute sind doch auch laufen gegangen. Hättest du doch mitlaufen können. Ich stand mittendrin. Ja. Mit dem Messer bist du auf mich doch eh festgehalten. Noch Fragen? Wir können ja auch jederzeit wieder drauf zurückkommen, wenn noch Fragen da sind. Dann hätte ich gerne mal den Wirt gehört. Den haben wir nämlich auch als Zeugen hier. Herr Bilsken, bitte eintreten. Herr Bilsken, kommen Sie nach vorne. Ich hoffe, heute bleibt die Stimmung friedlich. Nehmen Sie Platz. Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Und wenn man es nicht tut, schwer bestraft wird. Ja. Muss ich jeden Zeugen vorher sagen. Ja. Herr Bilsken, Sie heißen mit Vornamen? Peter. Sie sind wie alt? 45 Jahre alt. Sie sind was von Beruf? Gastwirt. Sie wohnen in der Augsburger Straße 271. Jawohl. In Köln. Und Sie sind mit den beiden Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Sie betreiben jetzt diese Kneipe abseits.
seit Jahren. Was passiert da so regelmäßig? Das ist der Treffpunkt von den Kölner Fans. Und die Kneipe, die wird dann so als Anlaufstelle benutzt, wenn die Kölner ein Heimspiel haben. Und dann versammeln sich da die Leute und bereiten sich aufs Spiel vor. Bereiten sich aufs Spiel vor? Inwiefern? Trinken Bier reichlich? Oder was heißt die Spielvorbereitung? Mäßig. Bier und reden drüber. Übers Spiel und sammeln sich da und gehen dann gemeinsam dahin. Und die Gegenseite? Beim Heimspiel kommt ja immer noch eine Mannschaft von außen. Und deren Fans, kommen die auch gern dahin? Die kommen ab und zu auch gerne dahin. Und weshalb kommen die so gerne dahin? Weil es ja spannend ist. Weil es spannend ist und weil es Stimmung gibt. Und die Stimmung ist, fliegen dann häufig die Fäuste? Häufig nicht, aber kann schon mal vorkommen. Aber das geht immer von den Auswärtigen aus. Unsere Jungs, die sind in Ordnung, die sind friedlich. Also die wollen keinen Ärger und die wollen sich mal ein bisschen austoben, aber die wollen genauso heil wieder nach Hause kommen. Ja, dass sie heil nach Hause kommen wollen, das verstehe ich schon. Aber das, was die wollen, genauso einen Spaß haben wie die anderen. Und ich so verstehe es so, dass sie genau drauf warten, aber dass die anderen kommen. Aber was war jetzt an diesem Tag los? War das was Spezielles mit diesem Bochumern? Es war eigentlich, ich stehe ja hinter der Theke. Sie also sehen nicht so viel. Und wenn Sie genauer hingeguckt haben, haben Sie was vom Messer mitbekommen? Ja, irgendwann habe ich natürlich mitgekriegt, dass ein Tumult war. Ja, und dann? Und dann auf einmal blitzt da so ein Messer auf. Und da habe ich direkt zum Hörer gegriffen. Und dachte ich, das ist jetzt aber hier das Ende. Und das mache ich nicht mehr mit. Und dann war auch die Polizei sofort da. Wie war diese Messersituation? Wer hat das Messer von den beiden? Ihn kennen Sie ja bestimmt noch. Ja. Erkennen Sie den anderen wieder? War das der mit dem Messer? Das war der mit dem Messer. Sicher? Sicher, ganz sicher. War das ein Angriff? War das mehr eine Verteidigung? Wie sah das aus? Was haben Sie da gesehen? Also, die Auseinandersetzung war quasi zu Ende. Und war allgemeiner Abgang aus der Kneipe. Und dann? Und dann blieb er da am Eingang stehen. Und statt mit den anderen abzuhauen, hat er dann das Messer gezogen. Und an dem Gesichtsausdruck, da habe ich sofort zum Hörer gegriffen. Da dachte ich, jetzt passiert hier irgendwas. Also nicht zur Verteidigung, sondern mehr zum Angriff. So was Ihre Der hätte ja mit den anderen genauso gut verschwinden können. Wollte er ihn stechen oder nicht? Wollte er ihn mit dem Messer angreifen oder nicht? Es sah so aus, als wollte er ihn stechen. Also und der hat auch direkt reagiert, sonst hätte ich ja nicht angerufen. Ich will doch die Polizei nicht im Haus haben. Das will doch keiner. Ja. Tja, man kriegt doch einen Ruf. Aussage, ganz eindeutig. Doch, fragen Sie an den Zeugen. Das ist doch nur, damit er seine Kundschaft behält. Ja, meine Damen und Herren, noch Fragen an den Zeugen? Wird auf Vereidigung verzichtet? Ja. Ebenfalls alle 61 Ziffer 5. Herr Pilzke, bitte nehmen Sie Platz. Und Herr Dr. Fischer, bitte eintreten. Herr Fischer, Sie sind heute als medizinischer Sachverständiger geladen. Bitte nehmen Sie Platz und Sie sind mit den Pflichten eines Sachverständigen vertraut. Mhm. Herr Dr. Fischer, Sie heißen mit Vornamen? Wilfried. Sie sind wie alt? 33 Jahre. Sie sind von Beruf? Unfallchirurg. Sie wohnen in Köln, Leudersdorfer Straße 33, und Sie sind mit den Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Mhm. Wir haben Ihr Gutachten hier vorliegen. Allen Beteiligten ist es bekannt, aber trotzdem zusammenfassend nur ganz kurz. Mhm. Was für eine Handverletzung war es? Also aufgrund dieses Ereignisses aus dem März dieses Jahres hat sich eine äußerst komplizierte Handgelenksfraktur, also ein Bruch des Handgelenks, ergeben. Ja. Und welche Folgen hat das bis heute? Also trotz mehrfacher operativer Richtung dieses Bruches konnte es nicht erreicht werden, dass das Ganze stabilisiert werden konnte. Was heißt das? Man muss das Gelenk künstlich versteifen. Das heißt, die Funktion des Handgelenks ist aufgehoben. Das heißt, ich laufe so durchs Leben? Richtig. Und zwar wird das Handgelenk in einer Funktionsstellung eingesteift, dass man noch ein paar Sachen erledigen kann. Richtig, genau so. Und ist das irgendwie heilbar? Nee, im Prinzip nicht mehr. Das ist unwiderruflich so, bleibt es in dieser Stellung bestehen. Also auf Dauer. Noch Fragen an den Sachverständigen? Keine Fragen mehr.
Wird Andra auf Vereidigung gestellt? Ich höre keinen. 79. Vielen Dank, Herr Dr. Fischer, Sie können gehen. Ja, zu Ihren Einkommensverhältnissen. Vorbestraft sind Sie beide nicht. Nein, nein. Herr Hoch, was verdienen Sie? 3.000 Mark. Was verdienen Sie, Herr Brecher? 2.400 netto. 2.400. Ja. Dann keine Anträge, schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt. Frau Vorsitzende, Verteidiger. Ich denke, dass wir jetzt im Augenblick schon davon ausgehen können, dass hier eine Angriffshandlung und eine daraus resultierende Notwehrreaktion vorgelegen hat. Deswegen wird es nicht zu einem Antrag wegen gefährlicher Körperverletzung kommen. Entschuldigung, wegen schwerer Körperverletzung kommen. Allerdings bleibt vorhanden der Vorwurf der Beteiligung an einer Schlägerei. Das ist ein Gefährdungsdelikt. Da braucht man eigentlich nur mit reinzukommen. Und wenn dann eine schwere Folge eintritt, dann ist der Tatbestand verwirklicht. Das ist hier wohl, ich denke mal, unstreitig der Fall. Es hat eine Rauferei gegeben, das haben alle bestätigt. Es ist zu einer schweren Folge gekommen. Das hat der Sachverständige heute noch mal ausgeführt. Der Tatbestand ist verwirklicht. Ich beantrage daher, die beiden Angeklagten jeweils zu 90 Tagessätzen zu verurteilen. Das sind 3 Monatsgehälter in etwa. Dabei müsste für den Angeklagten Hoch ein Tagessatz in Höhe von 40 Mark anzusetzen sein, für den Angeklagten Brecher 80 Mark, da er mehr verdient und keine Unterhaltsverpflichtungen hat. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Ja. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, verehrter Herr Kollege. Richtig ist sicherlich die Ansicht des Herrn Staatsanwalts, dass es hier bei der Handlung meines Mandanten sich um eine Abwehrmaßnahme handelt, die nach Notwehr gerechtfertigt ist. Ich möchte trotzdem noch mal kurz sagen, warum aus meiner Sicht die von dem Herrn Staatsanwalt beantragte Strafe hier wegen Beteiligung an einer Schlägerei ich für wesentlich zu hoch erachte. Herr Staatsanwalt, Sie müssen immerhin konzedieren, mein Mandant, der Hoch, hat sich an die vereinbarten Spielregeln hier gehalten. Er hat die Regeln des Faustkampfes, die vorher klar waren, ganz klar eingehalten. Er hat zwar in diese Schlägerei eingewilligt, so sagte er das ja selbst, aber natürlich nicht in diese Benutzung der Waffe durch den Mitangeklagten. Es handelt sich hier um eine reine Abwehrmaßnahme seitens des Herrn Hoch, die natürlich im Vergleich zu der Waffenbenutzung durch den Herrn Brecher das wesentlich ungefährlichere Abwehrmittel ist. Eine reine Verteidigungshandlung also, aus der sich dann auch ergibt, dass die persönliche Schuldschwere wesentlich geringer ist, als sie in Ihrem Antrag, Herr Staatsanwalt, seinen Ausdruck findet. Ich möchte auch noch mal das Gericht darauf hinweisen, mein Mandant ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, er ist unvorbestraft und er sagt auch selbst, dass immer Treffen vor Fußballspielen bislang vollkommen harmlos verlaufen sind, dass es selten Rangeleien gegeben hat und dass auch der Herr Hoch nie über diese Grenzen hinausgeschossen ist. Und deswegen möchte ich eine wesentlich mildere Strafe beantragen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Reichsanwältin. Herr Verteidiger. Sehr geehrte Damen und Herren, ob die Handlung, die Tat des Herrn Hoch hier wirklich in Notwehr geschehen ist, wage ich zu bezweifeln. Ich halte den Zeugen, der ja an seinen eigenen Umsätzen der Kneipe interessiert ist, zumindest für nicht ganz unvoreingenommen. Es spielt aber letztlich für die Strafbarkeit meines Mandanten keine Rolle. Der Staatsanwalt geht davon aus und beschuldigt meinen Mandanten, ebenso wie den Herr Hoch, der Beteiligung an einer Schlägerei. Ich halte das nicht für richtig. Der Staatsanwalt verkennt aus meiner Sicht die Unterschiede, die hier vorliegen. Es gibt eine Besonderheit. Mein Mandant ist hier gleichzeitig der Verletzte. Die Beteiligung an einer Schlägerei ist nur dann strafbar, wenn es zu einer besonderen schweren Folge kommt. Und diese besonders schwere Folge trägt hier mein Mandant. Mein Mandant, wir haben den Sachverständigen gehört, hat einen komplizierten Trümmerbruch erlitten. Des Handgelenks, seiner rechten Hand, er ist Rechtshänder, er hat mehrere Operationen durchlitten, er hat völlig die Beweglichkeit dort eingebüßt und die Hand ist nunmehr künstlich versteift, wie dies der Sachverständige genannt hat.
Mein Mandant ist gezeichnet für sein Leben durch diese Tat. Er ist Schlosser gewesen, er wird diesen Beruf nie mehr ausüben können. Ich denke, dass daher auch im Sinne dieser gesetzlichen Vorgabe von einer Strafe abgesehen werden kann. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Verteidiger. Meine Herren, Sie haben jeweils das letzte Wort. Ich schließe mich meiner Verteidigung an. Ich ebenfalls. Unterbreche ich jetzt die Verhandlung. Wir ziehen uns zur Beratung zurück. Dann verkünde ich im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagten Hoch und Brecher sind jeweils der Beteiligung an einer Schlägerei schuldig. Es werden verurteilte Angeklagte Hoch zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Mark und der Angeklagte Brecher zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 80 Mark. Dem Angeklagten Hoch wird gestattet, die Geldstrafe von insgesamt 3.600 Mark in monatlichen Raten von 300 Mark zu zahlen. Und dem Angeklagten Brecher wird gestattet, die Geldstrafe von insgesamt 7.200 im monatlichen Raten von 500 Mark zu zahlen. Und die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Sicher war dieser Tritt durch Notwehr gerechtfertigt, denn anders kann man die Aussage hier des Gastwirtes nicht bewerten. Und ich habe keine Anhaltspunkte für eine Falschaussage. Es bleibt also eine Schlägerei, an der beide beteiligt werden. Solange bei einer Schlägerei nichts passiert, ist es ja gut. Nur wenn es bei einer Schlägerei zu einer schweren Körperverletzung kommt, wie hier, dann ist es nun mal eben strafbar. Und jetzt fange ich nicht nachträglich an und zerlege in bestimmte Vorwürfe, wer angefangen hat oder nicht, wer was Besonderes gemacht hat. Alle beide wussten, man trifft sich dort zum Schlagabtausch, das wird ja erwartet. Das ist ja keine Stimmung, anders kann ich das ja nicht bezeichnen. So. Das heißt also, dann hinterher wird auch mir hier nicht mehr so groß differenziert. Natürlich hat Ihr Verteidiger recht. Ihre Folgen sind wesentlich stärker, unvergleichbar viel stärker als für ihn. Nur, wer hat das Messer gezogen? Und deshalb hebt sie es wieder auf. Deshalb bleibt es hier bei der gleichen Strafe. In der Tat, natürlich die Strafhöhe, wenn man es liest, ist das Doppelte, was Sie zu bezahlen haben. Es liegt ganz einfach daran, dass hier der Angeklagte Hoch verheiratet ist und ein Kind hat. Das ist ja abzuziehen, denn die Familie soll ja nicht bestraft werden. Deshalb ist hier die Tagessatzhöhe, nicht die Anzahl, niedriger. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision oder das der Berufung einzulegen, jeweils binnen einer Woche schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle. Näheres entnehmen Sie dann dem Merkblatt, das Sie bekommen. Und außerdem werden Ihre Verteidiger Ihnen alles Nähere sagen. Damit ist die Verhandlung geschlossen.